So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal wieder Wundertüten. Nicht von Lego, aber von Winnie Pooh und seinen Freunden. Tiger, Schweinchen, ah. Zwei Hefte, zwei Extras für rund 4 Euro. Ja, das sind die 9 Winnie Pooh Wundertüten Nummer 8. Es könnte drinne sein, ihr seht es, Plastikkram. Ich bin nicht der Fan davon. Das wisst ihr, das gebe ich auch immer offen zu. Aber ich wollte mal wieder andere Wundertüten machen. Vielleicht bist du ja der Winnie Pooh-Fan. Habt nicht alle Magazine gekauft von Winnie Pooh. Also das eine oder andere fehlt euch noch an Plastik. Aber nichtsdestotrotz muss es euch ja gefallen. Deswegen zeige ich euch, was in so eine neue Winnie Pooh Wundertüte Nummer 8 drin sein kann. Für rund 6 Euro, Entschuldigung, 6 Euro kostet die. Da habe ich falsch drauf geguckt. 6 Euro kostet eine Wundertüte. So viel dafür bezahlt? Hammer. Aber nichtsdestotrotz fange ich sie jetzt an auszupacken. Also die ist ziemlich dick. Die hier ist etwas flacher. Fange ich mit den dicken an. Erstens. Ja, Rückseite, Vorderseite. Ja. Ein Fernglas, eine Schatzkarte, ein Kompass und 3 Diamanten. Sind natürlich Plastikdiamanten. Ah, ich natürlich hier so rausquetsche, aber ich sag mal so, die kann man immer gebrauchen als Dekozwecke. Als Dekozwecke. Kann ich die gebrauchen. Das war's. Aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu das zweite Extra. Es ist Mickey Mouse Werbung und vorne dran ist die Angel mit den Dosen und Flaschen. Ja, war ich damals auch darauf. Soll ich euch das anbieten, unboxen, das Magazin? Weil das kostet 4 Euro. Habe ich es aber gelassen. Ist leider so. So, ich muss mal irgendwie. Ah. Wir packen alles, kommen wir nun zur zweiten und letzten brandneue und aktuelle Winnie Pooh Wundertüte Nummer 8. 6 Euro. Minigolf. Okay, das ist mal cool. Ist zwar ein bisschen klein, ist ein Tischminigolf, aber ist es witzig. Den Stab kann man ausziehen, lasse ich hier drinnen, kriegt gleich jemand geschenkt, der freut sich bestimmt. Also, Minigolf. Und das nächste ist, ja, die Leuchtsachen. Die Leuchtsachen. So, jetzt bin ich natürlich ein Fan von Lichtern. Leuchten sowieso alles, weil teilweise benutze ich die ja und baue sie, ich gebe es zu, in Lego-Plattformen ein, die ich baue für Raumschiffe oder sonst was oder bei Star Wars. Das Problem ist, es sind immer sofort Batterien drin. Ja, hier auch. So, jetzt müsste eigentlich irgendwo. Ja. Aber schon, ihr seht es, es sind überall schon Batterien drin, was ich eigentlich nicht so der Fan von bin. Plastik und sowas, wenn nämlich das kaputt geht, dann wird das weggeschmissen. Aber ihr seht, man kann sie wunderbar woanders einbauen. Mache ich immer wieder gerne. Das dazu als Tipp. Aber nichtsdestotrotz, schreibt immer jetzt in die Kommentare, wie ihr sie findet und was ihr davon haltet. Habt ihr euch auch schon ein oder mehrere gekauft? Hattet ihr das gleiche oder dasselbe drin, wie ich jetzt gerade, was ich euch gezeigt habe? Und vor allen Dingen alle anderen, wie findet ihr es, was haltet ihr davon und, und. Aber nichtsdestotrotz werde ich irgendwas von Winnie Pooh unter das Video verlinken. Sicher, bequem und wahrscheinlich auch günstig, auf jeden Fall. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer,
Bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.